Da. Huch, ja, hallo, hallo, Anwohner hier. Ich wurde also getaggt von der lieben, guten Nightshade148. Nebenbei, seht euch mal ihren Kanal an, sie macht super tolle Speedpaintings und Speedcolorings, das ist super toll und sie ist eine sehr nette Person. Eine Österreicherin. Ja, mei, das sind wir ein bisschen mal bieten, ne? Ja, mei, da machen wir mal die Speedpaintings, ne? Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall eine sehr nette Person. Ach, ich hab dich gern. Aber um dich soll ich hier ja nicht gehen, sondern um Dingens hier, ich war das, ne? 5 Fakten über mich also. Gut, wo fangen wir denn an? Einerseits, Fakt Nummer 1. Ich liebe Fast Food und ich könnte es den ganzen Tag essen. Hab es teilweise sogar schon gemacht. Eine Woche lang mal. Hab mich nur von Fast Food ernährt und das Ungewöhnliche ist eigentlich, mir wird davon nicht schlecht, mir wird davon nicht langweilig und ich kann davon nicht genug kriegen. Viele Leute finden das ja ein bisschen eklig aus meiner Bekanntschaft. Aber scheiß drauf, ich find's toll, leck mich doch. Wie auch immer, naja, vielleicht ist es ja doch ein bisschen eklig. Dann als nächstes, naja, Katzen. Das zweite, Katzen. Naja, ich hab Angst vor ihnen und sie hassen mich. Ich weiß nicht warum. Fast alle Katzen, die ich treffe, fauchen mich an oder wollen mich sogar angreifen. Und ich hab aus irgendeinem Grund auch tierisch Angst vor diesen Mistviechern. Aber im Gegensatz dazu, Hunde. Egal wie groß sie sind, das ist mir vollkommen egal. Ich hab keine Angst vor ihnen. Der größte, lauteste Klepper aller Zeiten, zu dem stelle ich mich an den Zaun und lache ihn aus, weil er mich nicht angreifen kann. Das ist mir vollkommen wurscht. Und jeder Hund, den ich bisher getroffen habe, liebt mich einfach. Ich habe keine Ahnung wieso. Es erklärt sich mir einfach nicht. Keine Ahnung wieso. Gut, das dritte. Ich habe einen sehr vielfältigen und vielleicht auch etwas ungewöhnlichen Musikgeschmack. Naja, aber hört doch einfach mal selbst. My eyes are filled with curiosity. The hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the note. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love. Help me forget, don't wanna feel like this forever. Ja, und das trifft so in etwa, umfasst ungefähr so in etwa die Genres, die ich so zurzeit höre. Frank Sinatra übrigens, ein toller Mann. Geile Musik. Naja, stimmen nicht alle mit mir überein, ist nun mal ein anderes Zeitalter, aber ich mag es einfach. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Viertens. War das viertens? Ja. Es ist bei mir so, ich hab's vielleicht 4 gemerkt, meinem Let's Play 4. Guckt übrigens mal rein, ist bestimmt ganz toll für euch. Ich habe panische Angst in Horrorspielen, aber was komische ist, bei Filmen ist es absolut locker. Bei Filmen habe ich weniger Angst als sehr viele andere Leute, die ich kenne. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber jetzt, wenn ich in, sagen wir mal so, in einmal in einem Film auftauchen würde, ich würde wahrscheinlich denken, die ist schon gruselig, oh Mann, was machten die da, oh, das ist ja grausam. Aber wenn ich die in einem Spiel treffe, wie ich es nun mal tue, dann möchte ich am liebsten schreiend wegrennen und reiß mich zusammen, dass ich nicht ins Mikro schreie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und zu guter Letzt, mein kleines Geheimnis, meine absolute Lieblingsspielereihe. Ja, schon 2 Sachen sollten schon über Spiele sein, ich bin Let's Player. Also, die zweite Sache über Spiele, Punkt 5, meine absolute Lieblingsspielereihe. Das ist folgende.
Ja, seht ihr ganz richtig. Das ist Sonic the Hedgehog. Das ist es bis heute, seit ich 2 bin oder jünger sogar, glaube ich, habe ich meinen größeren Halbbrüdern, habe ich den immer auf der Sega Mega Drive Sonic 1, 2 und 3 spielen zugesehen. Ach, und ich fand's so toll. Ich habe noch ein altes Sonic-Plüschtier, das lebt heute noch. Das habe ich zu meinem zweiten Geburtstag an Weihnachten gekriegt. Also da war ich 2 Jahre alt. Ja, und ich liebe es heute noch. Und ich werde definitiv auch einige Let's Plays dieser Reihe machen, weil die taugen einfach perfekt dazu. Und die sind einfach toll. Das sind einfach tolle Spiele. Ich liebe es. Also in diesem Sinne hat mir Spaß gemacht. Nightshade 148, Nighty. Danke, dass du mich getaggt hast. Ich tagge jetzt irgendwen anders. Ich weiß noch gar nicht so genau wen. Ich glaube jetzt, einen weiß ich schon ganz sicher, Sanugia werde ich taggen. Taggen. Und ich werde wahrscheinlich LG, ich nenne ihn einfach LG, werde ich taggen. Und ich werde, wen nehme ich? Na, den nächsten, den seht ihr dann da drin stehen. Ich schätze mal, ja, ihr werdet es dann ja sehen. Ich weiß es jetzt noch nicht ganz genau, aber zwei stehen schon fest, Sanugia und LG, weil ich seinen Namen nicht aussprechen kann, seinen Nickname. Ich glaube, das kann niemand. In diesem Sinne, mir hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal in meinen Let's Plays. Bitte schaltet doch ein. Juhu. Sag ich mal, ich bin so euer Anwana und damit sage ich Tschüssi.